und ich möchte im neuen Bundesvorstand mitarbeiten. Und zwar in dem Projekt Transformation der Wirtschaftsweise. Wirtschaften muss meiner Meinung nach das primäre Ziel haben, gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Und natürlich muss dieser Fortschritt nachhaltig sein. Wirtschaften muss den Wohlstand der Menschen verbessern und nicht nur den Menschen, den Wohlstand einiger. Nein, dieser Wohlstand muss gerecht und gleich verteilt werden. Kurz, wir müssen nachhaltig wirtschaften. Und Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht, dass wir eine Strategie haben, die zwar ökonomisch langfristig ausgerichtet ist auf Profit, aber soziale, kulturelle und ökologische Aspekte nicht mitdenkt. Nein, Nachhaltigkeit ist multidimensional, dafür stehen wir. Aktuell wirtschaften wir nicht nachhaltig. Wir sind gerade dabei, irreversible Schäden an unserem Planeten, an unserer Umwelt anzurichten. Wir verbrauchen Rohstoffe mehr und mehr und verschmutzen Meere, Böden und unsere Atmosphäre. Wir verschmutzen unsere natürlichen Senken. Und zwar, als ob diese unendlich wären. Wir aber als Jusos wollen einen Staat, der Wirtschaft und Zivilgesellschaft als ein zusammenhängendes System begreift. Vor allen Dingen im Energiesektor. Wir wollen einen Staat der Energie wieder als Gut der öffentlichen Daseinsvorsorge etabliert. Wir wollen keinen Wechsel im bestehenden System. Wir wollen eine wirkliche Alternative. An dieser Alternative, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich mit euch in den nächsten Jahren arbeiten. Und vor allen Dingen, wo wir Energie produzieren wollen und wem.